Nun denn, lasst uns heute eines der letzten Rätsel der Menschheit lösen. Und zwar dieses hier. Das macht mir gerade noch ein bisschen Sorgen. Das ist jetzt am Rande so. Die TSP, die ich da letztendlich jetzt aufgenommen habe, da muss ich sagen, mit einer Güte von 0,814, ja, da wird es schon schwer, ein passendes Gehäuse zu finden und das in ein schönes Gehäuse reinzubauen. Warum ich darauf hinweise, den habe ich mir ausgewählt, weil er eigentlich eine deutlich geringere Gesamtgüte haben soll. Keine Ahnung, was da noch schiefgelaufen ist. Mittlerweile weiß ich's, geht gleich los. Hallo, moin moin, Servus, grüß Gott, wo auch immer ihr herkommt, in Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik. TSP, TSP, es lässt mich nicht los. Nein. Auch heute soll das wieder ja, Thema sein. TSP-Messung am Chassis. Wir hatten ja vor ein paar Wochen mal ein Video, da habe ich wiederholt gehabt, sogenannten Burn-in. Das heißt, eine TSP-Messung von einem Chassis vorm Einspielen und nach dem Einspielen. Und ich denke mal, ja, das Ergebnis, das war ja eine vergleichende Messung. Da kam es nicht unbedingt so auf die Absolutwerte an, die ich da gemessen habe, der TSP, sondern im Grunde nur auf Änderungen. Das haben wir uns angeguckt, Haken hinter, fertig. Ja, wie ihr gerade eben vom Vorspann aber sehen konntet, gab es da einen Punkt, der hat mich ein bisschen gewundert und auch ein bisschen gewurmt. Und ja, es ging dabei halt um diesen Bass hier. Das ist der, wie heißt er nochmal? SB17 NBAC-8, also von SB Acoustics ein Chassis, was für ein Projekt im Herbst oder so geplant ist. Ja, und da hat mich eigentlich gewurmt, dass hier im Datenblatt sind Gesamtgütewerte drin, QTS, ich glaube 04 oder sowas war das jetzt. Gemessen damals hatte ich aber irgendwas mit 08. Eine Verdopplung. Wow. Boah. Grundsätzlich muss ich vielleicht dazu gleich sagen, ich bin es gewohnt, dass die Werte mal deutlich anders aussehen. Mit deutlich meine ich, komm, lass es mal 25% Abweichung sein oder sowas. Das bin ich gewohnt. Das liegt ein bisschen daran, ja, Fertigungsstreuung. Es liegt ganz klar dran am Messpegel, den man fährt. Wenn man etwas das höheren Messpegel fährt, bekommt man manchmal auch so eine Abweichung im Bereich 15-20%. So what? Ich bin es gewohnt. Ich sage ja immer wieder, macht da keine Raketenwissenschaft von. Lautsprecher sind die Aneinanderreihung von Kompromissen. Sage ich auch heute wieder. Allerdings eine Verdopplung des Gütewertes von 0,4 auf 0,8. Das hat mich dann doch ein bisschen zum Denken angeregt. Und tja, jetzt habe ich das Ganze nochmal durchgezogen hier mit verschiedenen Messpegeln. Und da hat sich gezeigt, dass dieses Chassis da so ein bisschen empfindlicher ist, muss man sagen. Also normal achte ich immer drauf, dass die Bewegung nicht zu doll ist in der Membran, nicht zu stark, dass hier die Schwingspule, das Magnetfeld nicht irgendwo verlässt oder sowas, dass ich dadurch Nicht-Linearitäten hereinbekomme. Aber bei diesem Chassis, das hat man mir nichts, dir nichts, wie gesagt, sein Gütewert nach der Messung verdoppelt gehabt. Und ja, wie es aussehen kann, wenn man mit, ja, muss ich jetzt sagen, sinnvollen Messpegeln dabei geht, für dieses Chassis sinnvolle, ja, das gucken wir uns jetzt mal an. Gehen wir also der Frage nach, was ist ein sinnvoller Messpegel? Ja, dieses Chassis, wie gesagt, scheint da besonders empfindlich drauf zu sein, aber vielleicht auch grundsätzlich, ja, für mich mal wieder so ein kleiner Denkanstoß auch, mal ein bisschen mehr drüber nachzudenken. Als allererstes will ich vielleicht einen kurzen Abriss geben, was oder wie wird eigentlich gemessen? Es gibt da zwei grundsätzliche Möglichkeiten und damit meine ich jetzt nicht die Massemethode oder die Gehäusemethode, nein, ich meine eigentlich, welche Spannung oder Ströme schiebe ich hier eigentlich durch das Chassis durch und wie mache ich das und wie messe ich das? Dazu eine ganz kurze Geschichte hier am Bildschirm. Und zwar habe ich mal diesen Schaltplan hier aufgebaut. Stellt euch einfach vor, das ist die Quelle, wo euer Signal rauskommt. Da könnt ihr den Strom einstellen, Blödsinn, die Spannung einstellen, die hier rauskommt.
ist jetzt erstmal egal. Und ja, dann läuft euer Signal hier so schön lang, läuft hier über einen Vorwiderstand. Diesen Vorwiderstand habt ihr in eurer Stöpselbox auch drin und läuft dann über das Chassis zurück zur Quelle. Und wie messe ich das Ganze jetzt? Ja, ich mache eigentlich eine Messung. Ich schaue mir jetzt einfach hier mal das Gesamtsignal an über diesen Pin. Hier unten ist die Masse. Ich kann hier also im Grunde messen. Das sind dann die Messeingänge zu der Soundkarte, der eine. Und der andere Kanal, der hängt dann hier direkt sozusagen am Lautsprecher dran. Und jetzt kann ich ja schon sagen, aufgrund dieses Spannungsteilerverhältnisses, was ich hier habe zwischen dem Widerstand und dem Lautsprecher, ja, kann ich darauf sozusagen dann sehen, welchen Widerstand hat dieses Chassis gerade. Weil es hat ja nun, wie wir wissen, nicht immer 8 Ohm, sondern wir wollen ja gerade diese Änderung, diese Glockenkurve nenne ich es mal, rausmessen. Wir wollen gucken, was für ein Widerstand ist da im Grunde bei Resonanz. Der geht dann ja sehr hoch. Dann steht ja vielleicht nicht 8, sondern 80. Und dementsprechend wäre der Spannungsabfall an dem Punkt höher. Das kann ich messen und ich kann es auswerten. Für jede Frequenz einzeln. Easy going. Wie ihr sehen könnt, habe ich jetzt hier aber schon einen 1 Kiloohm Widerstand drin. 1 Kiloohm. Das ist recht hochohmig. Weil in der Stöpselbox, da habt ihr normalerweise so 20, 30 Ohm drin oder sowas. Warum nehme ich jetzt 1 Kiloohm hier? Das im Grunde ist jetzt eine konstant Strommessung. Wie komme ich denn darauf jetzt? Stellt euch mal vor, dieser Lautsprecher, da mag sich jetzt mal ändern zwischen 4 Ohm und 40 Ohm. Ja? Hier habe ich die Quelle, hier fließt der Strom durch. Da könnt ihr euch sicher schon vorstellen, der Strom, der hier durchfließt, der wird sich kaum ändern. Völlig egal, ob ich hier 4 Ohm oder 40 Ohm habe oder sowas, weil dieser Widerstand, dieser 1 Kiloohm Widerstand ist da entscheidend. Es ist doch völlig egal, ob ich 1004 Ohm habe oder 1040 Ohm. Da wird sich der Strom, der durchfließt, nicht besonders stark ändern. Der bleibt einigermaßen konstant, sagt man. Wie groß der grundsätzlich ist, das stelle ich wieder über die Spannung ein. Und ja, keine Ahnung, wenn ich jetzt mal 10 Volt hier habe, 10 Volt stelle ich ein. Und ich habe hier etwa 1 Kiloohm, könnt ihr euch selber ausrechnen, I ist gleich U durch R. Dementsprechend habe ich da, was war das, 10 mA oder sowas, ja, müsste passen. Also damit stelle ich einen konstanten Messstrom ein. Eine weitere Möglichkeit wäre eine Konstantspannungsmessung. Wie mache ich das? Dann mache ich diesen Widerstand hier sehr, 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 sehr klein. Keine Ahnung, 0,5 Ohm oder sowas. Und dann könnt ihr euch vorstellen, jegliche Spannung, die hier rauskommt, wird in erster Linie immer an diesem Lautsprecher abfallen, weil dieses 0,5 Ohm, was ich dann da oben habe, da wird nicht viel Spannung gemäß Spannungsteilerregel dran hängen bleiben. Nein, die Eingangsspannung, die ich hier habe, wird in erster Linie auch immer hier an dem Lautsprecher hängen bleiben. Ich muss natürlich die Eingangsspannung entsprechend gering wählen, weil ich aufgrund des sehr geringen Widerstands in diesem Zweig jetzt ruckzuck sehr hohe Ströme habe. Das heißt, ich muss dann auch mit einer sehr kleinen Spannung messen. Dazu kommt noch ja, kleine Spannung hier dran. Also ich würde mal sagen, das ist relativ störanfällig, das System. Das macht man so im Grunde nicht. Das sind sehr, sehr kleine Spannungen, die ich habe. Und ja, keiner möchte irgendwie gerne ja, Störung messen, statt das, was wirklich da ist. Deshalb wird das erst recht nicht bevorzugt. Das mit dem hohen Widerstand, die Konstantstrommethode, das ist allerdings Standard, wenn man, ja, da gibt es auch bei der Stöpselbox, glaube ich, auch Schaltpläne, wenn man nur an einem Kopfhörerausgang oder sowas von der Soundkarte das Ganze dran hat, dann nimmt man diese sehr, sehr hochohmige Messung, Konstantstrom. Okay, was wir mit der Stöpselbox machen, ist so ein Zwischending, da stelle ich diesen Widerstand so auf 20, 30 Ohm ein und ja, hau dann hier die Eingangsspannung rein und ja, diese Eingangsspannung ist natürlich dann trotzdem entscheidend, wie groß grundsätzlich der Strom ist, der hier durchfließt. Aber dieser Strom, der wird dann auch ordentlich schwanken, genauso wie der Spannungsabfall hier dran. Juckt mich im Grunde nicht, ich kann es trotzdem kalkulieren, weil ich habe ja einmal die Gesamtspannung, die messe ich. Ich habe diesen Widerstand jetzt mit 20, 30 Ohm oder so genau definiert, den habe ich genau festgelegt, ich weiß, wie groß der ist. Und dann kann ich auch den Spannungsabfall, den ich
hier messe am Lautsprecher, da kann ich dann genau drauf schließen, wie groß die Impedanz von dem Lautsprecher in dem Moment ist. Also alles kein Hexenwerk. Jetzt wisst ihr ungefähr schon mal, wie eure Stöpselbox, wie das Messsystem, sei es LIMP oder sei es REW, in etwa arbeiten. Okay? Okay. Die Messspannung, die ich hier nehme, die ist jetzt entscheidend für den grundsätzlichen Strom, der hier durchfließt. Ja, und da vermute ich ja, dass mein Strom und damit auch die Spannung ein bisschen zu hoch war und dass ich dadurch so hohe Gütewerte gemessen habe. Weil dieses Chassis in der Hinsicht ein bisschen empfindlicher ist als andere, die ich bisher vor der Nase hatte. Da vielleicht gleich mal ganz kurz der Hinweis, normalerweise nehme ich immer das Datenblatt mit zur Hand, wenn ich ein Chassis mir selber ausmesse, soweit vorhanden. Schau da mal rein und verifiziere dann so ein bisschen meine Messwerte mit dem, was im Datenblatt steht. Das muss so ungefähr hinkommen. Dann weiß ich, ich habe da nicht keine groben Fehler gemacht und kann weitermachen. In dem Fall war es ja, wie gesagt, so im Datenblatt stand irgendwas mit 0,4. Ich glaube, ein Stück drunter sogar. Und ich habe 0,8 gemessen. Da war irgendwas im Argen. Und ich habe jetzt diverse Messungen mal durchgeführt. Und zwar mit REW. Und da könnt ihr hier schon sehen, habe ich immer die Messspannung variiert. 500 Millivolt hoch bis über 5 Volt hatte ich. 5,6 Volt. Also Faktor 10 etwa habe ich mal die Messspannung variiert. Was ist jetzt die Messspannung? Das ist im Grunde wirklich die Ausgangsspannung, die hier rauskommt und nicht das, was am Chassis abfällt im Grunde. Das heißt, die Spannung, die hier vor dem gesamten Widerstandszweig ist, also einmal der 20 bis 30 Ohm aus eurer Stöpselbox plus dem Lautsprecher. Also dieser Punkt und dieser Punkt. Und wie gesagt, ihr könnt euch sicher vorstellen, dass ich mit der Spannung halt den Messstrom so ein bisschen festlege. Eine Kleinsignalmessung, wie es gefordert ist bei Tele und Small, soll ja möglichst wenig Bewegung der Membran erzeugen. Ja, ich gebe ja zu, dass meine Membran sich beim Messen ab und zu ein bisschen mehr bewegt. Aber wie gesagt, ich hatte so eine Mimose hatte ich noch nicht. Und wir schauen uns jetzt einfach mal an, was da passiert ist. Auf dem Bildschirm seht ihr jetzt immer einmal die Messung Freiluft, einmal die Messung mit einem Gewicht, was ich aufgeklebt habe. In diesem Fall wieder dieses Terroson-Dichtband, was da wunderbar klebt. Ich habe mal 14,2 Gramm dieses Mal genommen und nicht die 25 Gramm. Und wie hat sich's verhalten? Das ist wie gesagt die 500 Millivolt Messung. Jetzt gehen wir mal auf 710 Millivolt. Da sollte sich ja eigentlich nicht viel ändern, aber da könnt ihr schon sehen, das Impedanzmaximum geht runter, die Resonanzfrequenz auch. Gleiches gilt dann aber auch immer für die Messung mit Gewicht. Verhält sich genauso. Also wir haben jetzt schon mal hier so einen Weg nach unten bei einer etwas höheren Spannung und damit einem höheren Messstrom. Gleiches Spiel mit 1 Volt. Ich gehe da mal ganz schnell durch. Zack, weitere Senkung der Resonanzfrequenz. Und das gleiche Spiel auch wieder für die Messung mit Gewicht. Zack. Und so weiter und so fort. Weitermachen, etwa 1,5 Volt. Und jetzt geht das Impedanzmaximum wieder ein bisschen hoch. Also der Widerstand, den ich da messe. Aber es hält sich hier alles noch in einem Bereich auf. Da müssen wir uns nicht drüber unterhalten, würde ich sagen. Die Messung dann mit Gewicht. Gleiches Spiel und gleiche Verhalten. Hier rutscht es hoch vom Widerstandswert. Und die Resonanzfrequenz rutscht noch weiter runter. Okay, dann gehen wir mal auf 2 Volt. Und da sehen wir jetzt noch tiefere Resonanz, eine noch höhere Impedanz. Gleiches Spiel auch bei der Messung mit Gewicht. Wir haben hier also jetzt wirklich schon so einen Schüsselerweng drin, der Spitzen. Ich beachte jetzt mal nur die Spitzen. Sehr interessant. 2,83 Volt. Und jetzt geht es hier deutlich hoch mit der Impedanz, auch die Messung mit Gewicht verhält sich dementsprechend. Ja, und also im Großen und Ganzen ist die Messung mit Gewicht und ohne Gewicht sehr, sehr gleich im Verhalten, je nach Messspannung oder Messstrom, den ich da habe. Der Vollständigkeit halber eine Messung mit fast 4 Volt. Und jetzt sehen wir, dass
sogar die Resonanzfrequenz wieder ein bisschen hochläuft. Sehr interessant. Gilt auch für die Messung mit Gewicht. Und abschließend eine Messung mit 5,64 Volt, die ich gemacht habe. Ja, und da geht die Impedanzspitze bis auf 90 Ohm hoch. Meine Fresse. Und das gleiche Spiel auch hier wieder für die Messung mit Gewicht. Unfassbar, oder? Das heißt, ich darf dieses Chassis wirklich nur mit einem kleinen Signal messen, sonst läuft mir das Ganze irgendwo weg. Ist vielleicht eine interessante Sache, wie stark Abweichungen teilweise sein können. Aus diesen ganzen Messwerten habe ich jetzt natürlich mal wieder mir TSP berechnen lassen, weil das ist ja das Entscheidende. Was kommt dabei raus? Und können wir gerne rüberschauen. Ich habe hier mal so eine kleine Tabelle mir gebastelt. Nein, nicht mit Excel. Ich habe einfach alles zusammengeschoben und einen Screenshot gemacht. Wo habe ich es denn? Hier. Zack. Hier oben könnt ihr ablesen, meine Messspannung, die ich hatte. Da bin ich halt hochgegangen von 500 Millivolt Eingangsspannung auf dem ganzen Zweig bis hoch bis 5,64. Und ja, was ist jetzt wirklich interessant? Was muss mich jetzt belasten im Grunde? Also die Freiluftresonanzfrequenz liegt hier komplett irgendwo zwischen, bei ganz wenig Messpegel, 35 Hertz. Mit ein bisschen moderaten Messpegel liegt es etwa bei 33, 34 Hertz. Ja, und dann läuft sie hinten ja wieder hoch, das haben wir schon gesehen. Interessant, ganz interessant ist QTS für mich. QTS liegt hier immer so bei 0,6 und hier auch. Hier geht es ein bisschen runter, aber im Großen und Ganzen ja, steigt es hier, das könnt ihr sehen, ab einem Messpegel von 2,83 Volt, also eine 1 Watt Messung am 8 Ohm Chassis wäre das ja, läuft es richtig hoch. 0,5, 0,59, 0,715 und mit ein bisschen mehr Pegel noch kommt man dann wieder auf meine Güte von 0,8. Okay, okay. Die bewegte Masse ist vielleicht auch nochmal interessant. Die sollte eigentlich immer gleich bleiben, was sie auch tut. Hier ist ein kleiner Ausreißer drin, aber im Großen und Ganzen um die 16 Gramm. Geht aber obenrum bei ordentlich Messpegel auf 18. Sei es die Luftlast durch die Bewegung, ich kann es so nicht nachvollziehen. Da bin ich kein Superfreak. Interessanter Wert immer VHS. Der liegt hier bei diesem Chassis bei sehr, sehr wenig Messpegel, bei unter 30 Liter. Schwingt sich dann aber auf seine 30 Liter etwa hier. Ja, und geht nachher wieder runter. Also ich denke mal, auch hier habe ich so im Mittelfeld Werte, die sinnvoll sind. Der Antriebsfaktor ist hier mit 5,9, 5,8, 6 am Anfang, denke ich mal, absolut in Ordnung. Wenn ich mir das so anschaue, bleibt er doch immer recht gleich. Interessant auch vielleicht, was hat mir der Hersteller denn jetzt angegeben? Was hat der Hersteller für TSP? Weil demnach hatte ich ja das Chassis ausgewählt für das Projekt für den Herbst, was ich davor habe. Können wir auch raufschauen. Habe ich hier auf dem Bildschirm. Und da könnt ihr sehen, die ja, Freiluftresonanz liegt in ähnlichen Höhen mit 32 Hertz hier. Die Güte ist hier noch deutlich geringer. Das sollten wir uns schon mal merken. Und der VHS-Wert ist deutlich höher. Tja. Warum? Kann ich nicht sagen. Andere Fertigungscharge. Vielleicht deutlich kühler hier. Ich habe jetzt gerade 19 Grad, glaube ich, im Keller. Das sind alles Sachen, die da reinspielen, wo man sich drüber unterhalten müsste. Aber das ist ganz klar, völlig egal, ob ich jetzt die Werte hier nehme aus dem Datenblatt des Herstellers oder meine gemessenen. Da würde ich doch glatt sagen, das sollte dann in etwa auf die gleiche Box führen, die ich damit simuliere. Der VHS-Wert ist vielleicht noch ein bisschen arg abweichend, das müssten wir sehen. Aber grundsätzlich, ich sage es immer wieder, es ist keine Raketenwissenschaft und wir haben riesige Toleranzen bei Lautsprechern. Von daher, was mache ich jetzt in Zukunft? Auch eine interessante Frage. Also ich sehe schon ganz, ganz wenig Messpegel mit 500 Millivolt und manche messen sogar nur mit 200 Millivolt. Puh, ich weiß nicht. Jedenfalls diese 500 Millivolt am Gesamtzweig mit Vorwiderstand, nicht zu vergessen. Läuft mir so ein bisschen weg. Was ich aber in Ordnung finde, sind glaube ich so die Messungen hier bei 1 Volt
und 1,5 Volt, die sind sehr ähnlich, das sind saubere Werte, da kann ich persönlich ganz gut mit leben und von daher ja, werde ich mal in Zukunft sehr darauf achten, dass ich mal diese Messspannung einstelle und nicht mehr mit ganz so viel Pegel meine Chassis messe. Wie gesagt, ich komme im Normalfall immer gut mit klar. Was ich auch natürlich grundsätzlich mache, ist, ich schnappe mir immer das Datenblatt, soweit vorhanden, vergleiche meine gemessenen Werte mal mit dem Datenblatt. Ja, und dann kann ich mir ja eigentlich schon denken, das geht in die richtige Richtung oder halt nicht. Und bei dem war es ja dann oder halt nicht. Deshalb dieses Video. Okay, ich habe auch wieder was beigelernt. Es sind nicht alle Chassis gleich. Es sind mal Chassis dabei, die schlagen so ein bisschen, ja, wie soll ich sagen, raus aus der Norm. Und in diesem Fall ist es bei diesem Chassis wirklich die Empfindlichkeit auf dem Messpegel. Nichtsdestotrotz, ich weiß jetzt, was für Werte ich da nehmen muss für das Projekt. Und dann kann ich damit dann auch mit ruhigem Gewissen weitermachen. So, weitermachen, das gilt jetzt an euch. Ne? Egal, was ihr gerade vorher gemacht habt, weitermachen. Und ich mache jetzt auch irgendwas anderes weiter. Macht's gut. Tschüss.